Warum sind Regenwürmer und warum ist Regenwurmkacke so besonders wichtig? In Europa gibt es über 47 Arten Regenwürmer und weltweit sogar über 3000. Einige von ihnen stehen bereits auf der roten Liste und sind vom Aussterben bedroht. Dabei ist der Regenwurm so lebensnotwendig für unseren Planeten. Landwirte und Naturschützer warnen schon jetzt vor einem Verlust der Regenwurmvielfalt in landwirtschaftlich genutzten Böden. Hallo auf YouTube, hallo auf meinem Kanal, den Urwellen News. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Teil meiner kleinen Regenwurm-Doku. Ich entführe euch heute in die spannende Welt unter die Erde, ins Reich der Regenwürmer, nehme euch auf eine kleine Reise mit und am Ende erfahrt ihr auch noch, wo die kleinen Regenwurmbabys eigentlich herkommen. Nach dem Intro geht's weiter, bleibt dran, viel Spaß beim Film! Mal knapp unter der Grasnarbe, mal bis zu 3 Meter Tiefe fressen sie sich regelrecht durch die Erde. Sie lockern die Erde damit auf und schaffen somit Platz für neue Wurzeln und ganz nebenbei belüften sie dadurch gleichzeitig den Boden. Das verbessert damit natürlich die Bodenqualität. Pflanzenwurzeln und wichtige Bodenorganismen haben es in lockerem Boden einfach einfacher. Wenn in einem Boden viele Regenwurmgänge vorhanden sind, staut sich keine Nässe, sondern die Erde saugt den Regen auf wie ein Schwamm. Auf wurmlosen Äckern steht das Wasser nach starkem Regen oder das Wasser spült die Erde ganz einfach weg. Regenwürmer brauchen zum Überleben Erde, die sehr reich an organischem Material ist. In einem Quadratmeter Boden leben im Schnitt 100 Regenwürmer. Die Grundnahrungsmittel der Regenwürmer sind Pflanzenreste, Blätter und Mikroorganismen. Sie ziehen Pflanzenteile von der Erdoberfläche in ihre Wohnröhren, benetzen sie mit einem Sekret aus ihren Hautdrüsen, was die Zersetzung fördert. Jetzt heißt es für den Regenwurm erstmal abwarten. Und zwar so lange, bis die Pflanzenteile verrottet sind und dann zusammen mit Erde gefressen werden können. Regenwürmer haben auch einen ganz beträchtlichen Appetit. Sie vertilgen am Tag circa die Hälfte ihres eigenen Körpergewichtes in Form von Pflanzen und mit dem Regenwurmkot gelangen denn dann wieder wichtige Nährstoffe wie Phosphat, Kalium und Nitrat zurück in den Boden, also Biodünger. Ohne Bodentiere bleiben Stickstoffverbindungen wie zum Beispiel Nitrat für Pflanzen unerreichbar. Sie können ihn nicht aufnehmen. Stickstoff ist neben Licht und Wasser ein wichtiger Grundstoff für das Wachstum von Pflanzen. Wenn Pflanzen ihn nicht mit ihren Wurzeln aufnehmen und in den Zellen binden können, entsteht mit Sauerstoff das giftige Nitrat. Der Regen spült die Nitratverbindungen in Flüsse, Seen oder ins Grundwasser. Der menschliche Körper wandelt dann Nitrat zu Nitrit, welches unter anderem den Sauerstofftransport im Blut behindert. Deutschland hat massiv mit dem Nitrat zu kämpfen, aufgrund der vielen Gülle, die Landwirte aus der Massentierhaltung auf Äckern und Wiesen versprühen. Ohne Regenwürmer wird das nichts, denn sie verdauen bis zu einem für sie erträglichen Maß auch die Fäkalien der Massentierhaltung. Würmer lieben feuchten und lockeren Boden. Der pH-Wert des Bodens darf nicht niedriger sein als 3,5, zu saure Umgebung kann die Schleimhaut zerstören, die den Regenwurm umgibt. Bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius fühlen sich die Regenwürmer am wohlsten. Dass Regenwürmer wertvoll und nützlich sind, haben Wissenschaftler tatsächlich erst im 19. Jahrhundert herausgefunden. Bis dahin galten Regenwürmer als Schädlinge, die unter der Erde alles anknabbern. Nicht nur für den Menschen sind Regenwürmer wichtig. Vögel, Igel, Amphibien, Reptilien ernähren sich und ihren Nachwuchs ausschließlich von Regenwürmern. Das Überleben von anderen Tierarten hängt also tatsächlich auch vom Regenwurm ab. Sie sind reich an Proteinen, enthalten wenig Fett, naja, schnell laufen können sie auch nicht und sind daher auch noch relativ schnell zu fangen. Na dann, guten Hunger. Was hast du vor? Du willst doch jetzt nicht wirklich diese Regenwürmer essen? Ja,
hatte ich gedacht. Ich habe ein bisschen Hunger und magst welche ab. Die sind knackfrisch. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Warum bist du jetzt so nervös? Was ist los? Sag mal, hast du nicht gewusst, dass Regenwürmer giftig sind? Regenwürmer? Giftig? Aha, du spinnst ja. Natürlich kann man sie essen. Der Mensch kann im Notfall sogar Regenwürmer essen, bevor er verhungert. Gesund ist das aber im Normalfall eher nicht. Regenwürmer leben unter der Erde und fressen dich dabei vielleicht durch mit Schwermetallen oder anderweitig kontaminierten Boden. Dazu kommt, dass sie sogar giftige Bestandteile einiger Pflanzen zu sich nehmen. Allerdings müsste man schon sehr lange und sehr viele Regenwürmer essen, damit es wirklich gesundheitsschädlich würde. Ich glaube aber, dass einem durch den Verzehr von zu vielen Regenwürmern einfach nur vorher schlecht würde. Würmer können aber auch Überträger von Bandwürmern oder Larven der Goldfliege sein und sind die erst einmal im menschlichen Organismus angelangt. Das kann dann allerdings zu schweren gesundheitlichen Folgen führen. Also besser nicht essen. Das Volk der Jicuana, die im tropischen Regenwald zwischen Venezuela und Brasilien beheimatet sind, dort gilt eine ganz bestimmte Regenwurmart sogar als Delikatesse. Geräucherte Regenwürmer erzielen auf dem dortigen Markt sogar sehr hohe Preise. Manche der Jicuana-Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben, ernähren sich mindestens einen Monat lang von Regenwürmern und Maniok. Na dann, wohl bekomm's. Ich bin so froh, dass ich kein Mädchen bin. Naja, so weit, so gut. Was können wir also bis hierhin daraus lernen? Dass das unterirdische Ökosystem genauso wichtig ist wie die Bestäubung durch Bienen oberhalb der Erdoberfläche. Welche Möglichkeiten gibt es aber, unsere Regenwürmer aktiv zu schützen und wo es tatsächlich auch gemacht wird, möchte ich euch in einem kleinen Beispiel zeigen. Dafür geht es aber erstmal auf die Autobahn. Autoradio an und los geht's erstmal Richtung Dortmund zum Flughafen. Da steigen wir in den Flieger Richtung Westen über den Atlantik und landen in London. Nochmal kurz das Auto gewechselt, ein kleines Stück Richtung Südengland bis Maldon in der Grafschaft Essex. Hallo hier aus Südengland in der Grafschaft Essex. Ich bin in Maldon und hier ist es tatsächlich verboten, Regenwürmer aus dem Boden zu graben. Regenwürmer, die aber an der Oberfläche rumkrabbeln, die dürfen ganz normal gesammelt werden. Einige schlaue Köpfe möchten die Regenwürmer dadurch schützen, indem man sein Feld nicht hackt, nur wenig pflügt und am besten auch nicht mit schweren Maschinen über Acker und Wiese fährt. Dazu sollte man Pflanzen das ganze Jahr über auf der Fläche lassen, organisch düngen, Humus aufbauen und somit für ausreichend Futter für die Regenwürmer sorgen. Jedoch lassen sich diese gut gemeinten Ratschläge zum Schutz der Regenwürmer in der heutigen modernen und industriellen Landwirtschaft sehr schwer bis gar nicht mehr umsetzen. Regenwürmer sind ja auch nicht so schwupps einfach da. Wo kommen die Regenwurmbabys eigentlich her? Vielleicht weiß das der Hahn. Wenn sich nun zwei Regenwürmer begegnen, heißt es für die beiden erstmal zählen. Jeder Wurm besitzt am 10. und 11. Segment Hoden, die männliche Samenzellen produzieren. Im 13. und 14. Segment liegen die weiblichen Geschlechtsorgane, die Eileiter und die Eileiteröffnungen. Zwischen dem 9. und 10. Segment befinden sich die Samentaschen, in denen der Wurm
bei der Paarung die Spermien des Partners aufnimmt. Mit 1 bis 2 Jahren sind Regenwürmer geschlechtsreif. Zu sehen ist das am sogenannten Gürtel, dem Klitellum. Es ist eine helle Verdickung zwischen dem 27. und 35. Segment. Hä? Zu schnell? Zu viele Zahlen? Aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Wenn sich 2 paarungsbereite Regenwürmer treffen, legen sie sich so aneinander, dass der Kopf jeweils zum Schwanzende des Partners zeigt. Dann scheiden die Drüsen des Gürtels ein Sekret aus, mit dem sich die Würmer aneinander festhalten. Anschließend scheidet jeder Wurm Spermien aus, die in den Samentaschen des Partners gespeichert werden. Nun entsteht am Gürtel ein Schleimring, aus dem sich die Würmer langsam herausziehen. Der Ring passiert dabei die Samentaschen und die Eier werden befruchtet. Schließlich streift der Wurm den Schleimring ganz ab und dieser bleibt als Kokon mit den Eiern im Boden zurück. Die Entwicklung der Würmer dauert je nach Art und Temperatur unterschiedlich lang. Beim gemeinen Regenwurm schlüpfen die jungen Würmer bei 12 Grad Celsius nach ca. 135 Tagen. Der Kompostwurm ist da etwas flotter unterwegs. Beim Kompostwurm schlüpfen die jungen Würmer bei 20 bis 25 Grad Celsius bereits nach 16 bis 20 Tagen. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert kostenlos meinen Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Über einen netten Kommentar freue ich mich natürlich auch. Ansonsten sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Arno von Ruhrwellen News. Macht's gut!